Episch. Oh Gott. Na, sie ist nackt. Wen hat sie da eingesperrt? Yo, hey. Ich bin Taradari. Ihr seid auf meinem YouTube-Kanal Power Animals. Und heute schauen wir uns endlich die erste Folge von Agatha All Along an. Ist Siegist... Was war das? Seekest Thou the Road. Ist das der Titel von der Folge? Für alle, die es gerade nicht wissen, das ist Agatha, oder in WandaVision war das Agatha. Da kommt, das ist sozusagen nämlich jetzt das, ich würde sagen, Spin-off von WandaVision. Spoiler-Alarm, in WandaVision am Ende hat Wanda Agatha ja in der Welt, die Wanda da erschaffen hatte, in dieser Stadt, eingesperrt. Im Prinzip hat die alle Erinnerung daran genommen, wer sie war, also an ihre Magiefähigkeiten, an ihre Zauberfähigkeiten, und hat sie ja dort zurückgelassen, pretty much. Das ist jetzt das Spin-off danach, sozusagen. Und in WandaVision hatte ich sofort als, irgendwie so fast sofort, als sie on screen kam, hatte ich ein schlechtes Gefühl bei Agatha. Da war irgendwas fishy und ich hatte recht, also. Aber das ist vom Ambiente her Chefskiss, also episch. Jane Doe. Found her down here by the water. Dispatch was tipped off by an anonymous call. Somebody didn't want her out here alone. This is all she had on her. What's this? From a library book? Westview Branch. Mm-hmm. Cause? Blunt force trauma. Not much of a drop around here. She fall? She was crushed. By what? Something big and heavy. So she didn't die here. She is dead though, isn't she, Herb? Oh, she's really most sincerely dead. Never know. Oh. Ich hoffe, ihr habt die Serie gesehen, die WandaVision. Da, wenn die Hexen zu viel Magie verwendet haben, wurden ihre Fingerspitzen schwarz. Und she was crushed by something big and heavy. Wenn wir im MCU aufgepasst haben, wissen wir eine Person, die eine Hexe ist und die bei etwas Schwerem zerdrückt werden. Möglicherweise von was Schwerem zerdrückt wurde. Fuck. Get samples from both. Ich will das Gesicht sehen. Ich meine, Agatha wird sich nicht dran erinnern. Das ist Teil des Spells gewesen, den Wanda auf sie gelegt hat. Aber ich will das Gesicht sehen. Oh nein, bitte nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es nicht confirmed ist, dass sie gestorben ist. Oh bitte. It's
been a long time. What are you doing here? My job. You want to take control of my investigation? No. If you want to be in control, you can be. The body was moved across state lines. Is that your play? Is this really how you see yourself? Sure. Let's talk about the case. What are your theories? How'd she end up in the ravine? No drag marks. Thinking the perp. Oh, das wird so gut. Oh, das wird so gut. Okay, falls ihr gerade nicht verstanden habt, was hier passiert. Pretty much Agatha hat damals ein ähnliches Spiel mit Wanda gespielt, wo sie ihr halt gesagt, also wo sie sie halt gefragt hat, ob das wirklich sie ist im Prinzip. Ah, das ist gut. Carried her. Seems logical, but you don't really believe. Oh, ich will wissen, wer das ist. Ich kann nicht drauf warten, bis revealed wird, wer das ist. Keep that, because oops. No tracks for the perp. Not a leaf disturbed before forensics showed up. It's almost like she just magically appeared. Let's stick to reality here, yeah? Sure. If there's one thing we can agree on, it's that these cases are always about the place. The specific small town. The history of it. The people in it. The secrets buried beneath it. That's where the answers lie. Well, who better to solve the mystery than one of Westview's very own? I mean, you've lived here your whole life. Isn't that true, Agnes? Okay, das, die Frau, wird 100% die sein, die Agatha aus der Agnes-Rolle rausholt. Ah, diese Anspielungen sind gut. Das Darkhold ist das Buch, das zuerst Agatha und dann Wanda und dann Dr. Strange verwendet haben. Das ist das böseste, schlimmste. Most evil book der Welt. Also das ist das Buch der dunklen, der bösen Magie im Prinzip. Die Karte von dem Buch. Case closed then? How did she die? Wrong question. That witch is gone, and all the copies of the Darkhold with her, leaving you trapped in her distorted spell. But you don't have to stay there, do you? Is that hot? Okay, ich muss das jetzt kurz sagen. Es ist doch eindeutig für mich, dass das eben nicht Realität ist, sondern nur die Ausgeburten von Agathas Fantasie sozusagen. Das heißt, es ist immer noch nicht bestätigt, dass Wanda tot ist. Sie könnte noch leben. Aber ich glaube, dass sie noch lebt.